Also ich denke, die Impfpflicht sollte kommen. Es ist leider festzustellen, dass nicht genug Menschen darüber nachdenken, dass sie ja nicht nur andere nicht schützen, sondern sich selber auch nicht. Also ich finde, die Impfpflicht sollte ruhig eingeführt werden. Also ich kann sowieso nicht verstehen, dass man sich nicht impfen lassen möchte. All diese Argumente, die die da vorbringen, die sind doch weit hergeholt. Also ich bin der Meinung, so wie die ganze Pandemie verlaufen ist, allgemeine Impfpflicht ja, okay. Hätte aus meiner Sicht heraus aber vielleicht sogar schon ein bisschen früher kommen können und nicht erst jetzt, weil wenn man das vielleicht vor einem Jahr schon gemacht hätte, dann hätte man vielleicht heute nicht diese ganzen Proteste und alles, dann wäre das vielleicht alles schon deutlich besser. Also ich bin für eine allgemeine Impfpflicht, allerdings kommt sie aus meiner Sicht viel zu spät. Man hätte viel früher anfangen müssen, auch die besonderen Berufsgruppen dort einzubeziehen, was ja jetzt mit den Leuten aus dem Krankenhaus passieren soll ab März. Und ich glaube auch nicht, dass da viele kündigen werden, denn wenn man so eine Ausbildung gemacht hat, will man die Ausbildung auch nutzen. Also die allgemeine Impfpflicht ist schon ein probates Mittel, auch wenn die nicht vernünftig überwacht werden kann. Aber ich glaube, es wird viele dazu führen, dass sie sich impfen lassen. Also ich bin selber Krankenschwester und ich sehe das schon. Ich glaube, es ist schwierig, die Menschen zu überzeugen über eine Impfpflicht. Dennoch würde ich es mir einfach wünschen, dass mehr Leute sich noch mal impfen lassen würden. Ich sehe es ein bisschen ambivalent, weil halt Grundrechte eingeschränkt werden. Grundsätzlich wäre ich für eine Impfpflicht. Allerdings sollte deutlich abgewogen werden, ob es tatsächlich verhältnismäßig ist, ob die auch geeignet ist, jetzt gerade die Omikron-Welle zum Beispiel einzudämmen. Insofern sehe ich das alles sehr, sehr ambivalent. Ich sehe es skeptisch, ja, weil es auf der einen Seite einem selber überlassen werden sollte, ob man sich impfen lässt, und auf der anderen Seite sind Impfstoffe gut, weil sie auch Krankheiten bekämpfen und dadurch auch die Menschen gesund bleiben. Also ich bin geimpft und geboostert. Ich bin also auch fürs Impfen, aber ich bin nicht für eine allgemeine Impfpflicht. Weil ich finde das nicht gut, die Menschen zu zwingen, so, sondern ich würde eher mehr auf Einsicht setzen. Und meiner Meinung nach wird das sowieso abflachen jetzt in diesem Jahr. Also bis April wird das wohl noch hochgehen, ist meine Meinung. Und dann wird es abflachen. Ich bin gegen die Impfpflicht. Ja, weil man, erstens mal sind ja die Wirkungen, die versprochen worden sind, gar nicht da. Also das, weder die Ansteckung ist damit gebannt, noch die Verbreitung. Und ja, die Langzeitfolgen sind nicht bekannt, weil es das Mittel ja noch nicht lange gibt. Und deswegen, finde ich, weiß man zu wenig, als dass man jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass die Wirkungen gar nicht so eintreten, ist es eigentlich sinnlos, eine Pflicht auszusprechen.